SPD-Chef Lars Klingbeil hat das weitere politische Schicksal von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht offengelassen. Er kommentiere keine Medienberichte, sagte Klingbeil im ZDF mit Hinweis auf Berichte mehrerer Medien, dass die SPD-Politikerin ihren Rücktritt als Ministerin erklären werde. Lambrecht habe große Rückendeckung, sagte Klingbeil. Was die SPD zu entscheiden habe, werde sie geschlossen entscheiden und dann verkünden. Klingbeil war der erste führende SPD-Politiker, der sich seit den ersten Rücktrittsmeldungen überhaupt zu der Verteidigungsministerin äußerte. Der SPD-Chef wird als möglicher Nachfolger Lambrechts gehandelt. Spekuliert wird auch über die Ernennung der bisherigen Werbebeauftragten Eva Högel, die parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium Simtje Möller und den bisherigen Arbeitsminister Hubertus Heil. Zuvor hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, Lambrecht stehe vor einem Rückzug von ihrem Ministerposten. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür bislang nicht.